Ich stehe hier vom Hotel Niagara in der Schinkenstraße am Ballermann auf Mallorca. Und das Hotel hinter mir ist wahrscheinlich das lauteste Hotel am Ballermann. Denn wie ihr alle hört, hier läuft Musik aus mehreren Kneipen und das fast rund um die Uhr. Morgens zwischen 6 und 9, da ist es mal ruhig, da wird hier sauber gemacht. Aber ansonsten ist hier echt die Hölle los und das wirklich Tag und Nacht. Aber in den 142 Zimmern des Hotels kann man, das sagen die meisten Hotelgäste, ganz gut schlafen, auch wenn es halt krachenlaut ist. Wie seid ihr eigentlich zu diesem Hotel gekommen? Ich habe spontan ein Vier-Sterne-Hotel gesucht in der Nähe vom Ballermann, weil wir beide nicht sehr gut zu Fuß sind. Und da ist dann das Niagara rausgekommen. Es ist ein bisschen laut, weil wir vorne raus schlafen. Nee, Problem ist das nicht, also wir schlafen sehr gut. Natürlich kannst du die Fenster nicht auflassen, ne, wegen der Musik. Aber sonst schlafen haben wir überhaupt keine Probleme mit. Ich habe ja gesagt, ich schlafe hier besser wie daheim. Das darf man keinem erzählen. Mädels, warum genau habt ihr euch dieses Hotel ausgesucht? Ah ja, okay. Ihr wollt also die direkte Nähe zum Bierkönig haben. Ihr wollt möglichst wenig laufen. Richtig. Einmal umfallen, dann bis im Bett. Wie findet ihr das Hotel? Sehr geil, muss man sagen. Man ist mittendrin. Im fünften Stock singt es noch bei geschlossener Balkontür 60 Dezibel. Das ist ganz schön laut. Ich gehe jetzt mal raus und dann gucken wir mal, wie laut es draußen ist. Oha, hier draußen ist es noch viel lauter. Das sind über 70 Dezibel und das geht hier fast den ganzen Tag und die ganze Nacht so. Naja, an Schlaf ist auch hier am Pool nicht zu denken. Bei 64 Dezibel ist das auch kein Wunder. Es ist halt wohl das lauteste Hotel am Ballermann.